Juhu, Leute! Endlich wieder Star Wars zocken hier. Im Todesstern diesmal. Irgendwas mit Gefängnis und... Ah, Gefängnisausbruch, schätze ich. Jo, dann... Lasst uns starten! Once it was finally finished, the Death Star was the Emperor's favorite toy. It was also the most boring assignment in the galaxy for a stormtrooper. Tedious inspection drills, endless hours of guarding impregnable force field generators. Things got so bad that when a prison break erupted in the cell block, we were almost happy to have someone shooting at us again. If only we'd known what an embarrassing snipe storm we were about to wade into, we probably would have jettisoned the whole detention block into space. Ja. Was nehmen wir denn heute mal? Ich glaube, ich rush mal mit dem bisschen durch. Attention, Hangar 84G. There is a prison riot in progress. A contingent of the 501st is inbound from an exterior inspection. Join up with the squad mates in the hangar and quell this riot. Toll. Extra hier oben spawnen, damit ich extra weit laufen muss. Rebel forces are converging on Hangar 84G. We cannot allow any of them to escape. Defend the hangar. Oh, der Wookie, der hält immer viel aus. So. Haben wir den auch? Gibt's hier irgendwo so ein Heilteil? Ah, da steht eins voll fett hier rum. Stellen wir uns einfach mal hier daneben. Gehen in die Hocke. Und warten, bis neue Typis hier reinkommen, die wir natürlich nicht entkommen lassen dürfen. Danke, dass ihr mich wegschiebt. Hey, zerstört mir mein Teil nicht. Wo? Ach, da sind schon welche drin. Ach, da kommen sie von der anderen Seite. Ah! Ach, da steht einer. Ja, jetzt habe ich voll die falsche Waffe dabei. Naja, was soll's. Zum Glück sind die ja nicht so gut. Dann geht das schon. Oh ja, toll. Ich glaube, ich nehme hier zwei Lila. Ach, hier ist das kleine Teil, das da immer rumfliegt. Ich hasse Wookies, wenn ich gegen sie spielen muss. Hangar 84G ist secure. The riot originated in cell block 2180. Get up there and secure that cell block. Die stecken die Typen auch mit allen Waffen, all ihren Waffen und Ausrüstungen in das Gefängnis, oder? Wookie! Friss dies! Gut. Ah! Penner! Darf ich bis dahin laufen? Oh, ich nehme mal den hier. Der hat sogar ein Jetpack. Ich lade mal meine Vapen auf. Ist nämlich keine normale Waffe, sondern ihr seht es hoffentlich gleich. Erstmal nehme ich hier das Teil ein. Ja, toll. Ja, das schießt bitte.
Man kann das hier so aufladen, umso länger man es aufladen lässt, umso mehr Schaden macht es natürlich, ist ja logisch. Naja, ich bin kein so ein Freund von dem Typ. Was haben wir hier noch? Ah, den Offiziertyp da. Wo geht's denn hier lang? Auch nicht so mein Fall. Ich gehe, glaube ich, in die falsche Richtung. Ah, gut hast du gemacht. Was hat denn noch so dabei? Oh, so eine lustige Drohne, wo wir so durch die Gegend fliegen können und Gegner abschießen. Nur ich kann da jetzt nicht rüberfliegen, weil sonst stürzt die Drohne ab. Ja, wir gehen halt ziemlich schnell kaputt, ja. Und können uns dann aber auch selber in die Luft jagen und somit Gegner mit in den Tod reißen. Ja, der hat halt hier so eine komische Schallteilwaffe. Wie gesagt, nicht so mein Ding. Aber ist auch mal ganz witzig zu spielen. Oh, und hier noch den Raketenwerfteil. Was auch witzig ist. Muss ich mal so anmerken. So, ja. Nehme ich mal den hier. Komme ich eigentlich immer an der falschen Stelle raus, oder? Ich bin nämlich leicht verwirrt. Oh, jetzt sollte ich mich aber mal beeilen. Den Fuki da wegschroten, dann... Hier lang. Gehen wir hier noch rüber. Der steht da ein bisschen in der Gegend rum. Macht uns aber nichts, wir müssen da gar nicht hin. Und yeah! So geht's, Leute. Und nicht anders. Okay, diesmal machen wir das Ganze besser. So viel zu besser. Ja, 20 Leute haben wir noch. Das ist nicht viel, Leute. Vor allem, weil die ja nicht besonders gut spielen, die Bots. So, jetzt laufe ich da lang. Hä? Lag das vorher nicht noch woanders? Soll ich es versuchen? Ich versuch's. Und es war die richtige Entscheidung. Es zu tun. Denn ich hab's geschafft. Los, komm, gib das Teil hier ab. Well done. The plans have been secured. The prisoners have captured the fire control room. You must not allow them to damage the main cannon. Okay. Die haben den Kontrollraum eingenommen und wir dürfen nicht zulassen, dass die der Hauptkanone, mit der wir die tollen Planeten vom Himmel holen können, zerstören. War das Deutsch? Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe.
Aber ich hoffe mal schon. Da steht auch noch so ein Typi. Was ja cool ist, der schießt wirklich manchmal. Und wenn man da reinspringt, ist man natürlich tot. Aber man kann hier an die Stelle, kann man hinspringen, ohne zu sterben. Wenn ich hier hinlaufe, bin ich tot. Ja, das war der Schuss. Wäre ich jetzt hochgesprungen, wäre ich tot gewesen. Ja, wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Ja, jetzt bin ich da. Aber ich wollte es euch nur mal gezeigt haben, dass das geht. Auch jetzt muss ich aber immer weit laufen. Obwohl, geht sogar. Hä? Ach, die haben die Scheißbrücke da kaputt gemacht. Wir rollen nun zum Sieg. Hoffentlich bauen die 16 Leute hier jetzt keine Scheiße. Oh, 16,5. Ja, 15,5. Mein ich natürlich. Da unten gibt es eine Müllpresse, wie im richtigen Film. Das könnt ihr euch aber in meinem Let's Show Boots auf unserem zweiten Kanal angucken. Ah, supi. Da zeige ich das, zeige ich die ganze Map und all ihre tollen, coolen Features nochmal ganz genau. Leute, los, komm, jetzt packe ich das aber. Und schmollig. Hui. Hui. Das kann es doch nicht sein, dass ich das nicht schaffe. Ich will mal hier das, dass ich mich im Notfall schnell healen kann. Hier ist noch was zum Heal. Los, heal dich, heal dich. Junge! Er ladet nach. Healen, healen, healen. Ich muss meinen kleinen Rückzug machen. Boah, wie, ihr klaut mir mein Heal-Zeug. Nein! Wieso nur? Aber ich war schon besser wie vorhin. Jetzt haben wir nur noch 6 Leute. Ach komm, ich verliere noch, ich spüre das. Aber ich darf das nicht zulassen, ich muss das jetzt schaffen. Wenn nicht, gehe ich mich vergraben. Noch 3 Leute. Wieso haben die eigentlich unendlich? Kack Imperium, wieso müsste so viele Leute gefangen nehmen? Komm, ihr 3 Leute, baut keine Scheiße, bitte. Wow. Gut, 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 kommt, nehmen wir den jetzt einfach mal ein. Ach gut, der gehört zu uns. 1, 2, 3. Ach ja, 3 Leute sind meine Verstärkung. The fire control room is ours. The rebels have infiltrated Hangar 85G. Steht hier gut. Preparing to escape in one of the shuttles. Die Anzüge and take out that shuttle before it takes off. Die Anzüge sind sehr figurbetonend, merke ich gerade. Kann auch nicht jeder tragen. Der entkommt mir aber nicht. Was muss ich denn jetzt machen?
Wenn ich mal krass konkret fragen darf. Dazu. Danke ich jetzt mal. Immer schön. Wow. Leute, schreck mich so hart. So, kann ich hier jetzt das Ding wieder ausfahren lassen? Nicht? Okay. Ach, hier stand doch jemand. Hab ich's doch gewusst. Ich meine, nämlich ich habe was gesehen gehabt. Ich hasse Typen, die nachladen. Okay, eigentlich darf ich nichts gegen Typen, die nachladen haben, weil die wohl nicht nachladen. Das sind eh gleich am Arsch. Und hier stehen auch irgendwelche Leute. Auch nichts Brauchbares. Nein. Nein. Was ging mit dem ab? Wohin muss ich jetzt gehen? Fuck. Ja Leute, da seht ihr's. Aber die Mission mache ich jetzt noch fertig. Wir sehen uns gleich wieder an dieser Stelle. So Leute. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber ich habe bis hierhin jetzt ohne Sterben gespielt. Hab jetzt auch wieder das Auszeichnungsteilgewehr. Naja, so ist es halt, wenn man nicht aufnimmt. Da will halt alles besser funktionieren. Was es eigentlich im Let's Play hätte tun sollen. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich das jetzt in 5 Minuten durchgerusht, wofür wir vorhin, lass mich raten, für eine Stunde oder so, ich habe meinen Wecker nicht gestellt, da ich halt diese Mission machen will. In einem Part. Ja, gebraucht habe. Immer schön fertig den Satz reden. Alter. Ja, ich bin wirklich Deutscher. Könnte man nicht meinen. Wow. Ich habe keine... Spawnt halt hier alle. Hier. Gib mir das. Gebt mir euer Munitionsteil. Dankeschön. Oh. Danke. Ein Tod. So, ich habe jetzt noch kurze Zeit, damit ich hier die Typen vor der Flucht hindern kann. Und wir müssen... Ach fuck, scheiß auf den Typen. Boots. Ich muss das Teil hier zerstören. Nicht gut hier unten, aber hier unten habe ich wenigstens einen Droiden, der mir hier mein Teil wieder auffüllen kann. Und komm schon. Hui! No one escapes the Death Star. Troopers. There is a Jedi in the TIE hangar. He is the source of this rebellion. Ach, auch noch ein Jedi. Now. Hui! Wieso gehst du auf mich, du Kack-Jedi? Nimm dies, Jedi! Schön, wie er nochmal aufsteht, um sich dann so hinzusetzen, um zu sterben. Well done, Trooper. Lord Vader will be most pleased with your performance.
Tja, ja, Rebellen. Hab das verschissen. After the embarrassment of the prison break, Lord Vader removed us from our comfortable belay and began dragging the 501st across the galaxy in a dangerous hunt for the now missing Death Star plans. Ironically, our punishment eventually proved to be our salvation. The poor souls who took our place in the detention area were completely wiped out when the Death Star was destroyed. Ja, Leute, dann machen wir im nächsten Part weiter mit dieser epischen Kampagne. Naja, episch von der Story ist nicht so. Eigentlich immer das gleiche wie, ja, irgendwelche Typen ballern irgendwelche anderen Typen ab. Aber es macht Fun, deswegen episch.